Yo, Peace and Justice, herzlich willkommen bei DSD Design Midnight Figure Feature. Heute mit dem Gewinn von CollectorBase.net. Ich hatte den ja schon ausgepackt und da waren noch ein paar Figuren bei. Und jetzt wollte ich mal so ein Unboxing machen. Das Ding mal zusammenbauen, gucken wir mal, wie weit ich das schaffe. Ich bin ein bisschen verschnupft, also ich habe einen Rotz, sag ich mal so. Vielleicht ist es auch Weltraumherpes. Dabei kann ich euch empfehlen, guckt euch mal Krieg der Eispiraten an, habe ich vor kurzem mal wieder geguckt, so, auch schon Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht auch schon Jahrzehnte. Egal, kommt beim nächsten Mal. So, ich mache den mal auf hier. Das Karton hatte ich ja schon gezeigt in einem anderen Video. Hier nochmal schön einen Teilpiloten halt zum Sehen, super geil. Rückseite. Und mal gucken, ob ich mich wieder so blöd anstelle wie bei dem hier beim Millennium Falcon Force Awakens. Das war ja auch übel, ne? Bis ich die Aufkleber gesehen habe. Ja, schön ist schon mal, die Figur kann man direkt so rausnehmen. Wenn ich den anderen Scheiß hier auch aufkriegen würde. So. Ziehe ich einmal das ganze Gedöns raus. Gut, so sieht man noch nicht viel. Karton packe ich mal zur Seite hier. Ne? Aber übrigens, hier im Hintergrund, sehr geil. Habe ich geschenkt bekommen. Schöne R2D2-Leinwand. Hammergeil. Vielen, vielen Dank nochmal. Derjenige weiß Bescheid. So. Ich zeige einmal kurz so die Figur. Oh, hier fällt schon alles raus. Da geht's schon wieder los. Die Erdanziehung. So, hier fallen schon Beutel raus. Hier ist das Warnschild, wie immer. Ich packe das trotzdem mal eben nochmal zur Seite. Bevor mir alles entgegenkommt. So, ich mache das mal so. So, hier einmal die Figur. Ich hoffe, man sieht sie so schön. Ja, also geil ist. Ich gehe gleich nochmal näher ran. Ich guck mal selber. Ah, dieser Helm, der ist schon super. Kannst du schön in die Brust reintun halt. Ich glaube, ich packe die später. Ich baue jetzt erstmal den Teil zusammen. Habe ich eigentlich gerade X-Wing gesagt? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin auf Weltraumherpes. So, Figur mal zur Seite. Drehen wir mal hier um. Was sieht man hier? Okay. Flügel. Voll gut. Das war hier drin. Okay, hier sieht man schon mal die, wie heißt hier, die Klappe. Ja, die Luke halt. Und zwei Geschütze. Das heißt, wir können da schon mal was abschießen. So, bisschen Pappe. Ich meine, so viel zum Einbauen ist ja nicht. Ne? Hier die Tragflächen, diese Solarsegel. Tue ich mal kurz auch zur Seite. So, zack. Dann haben wir hier noch das Cockpit zu sagen. Gut. Ach ja, die haben ja einen anderen Antrieb. Ich mal. Tütchen mal hier zur Seite. Pappe auch mit. So, dann haben wir. Hier ist noch eine Bestempelung. So schön das Cockpit. Ich gehe gleich mal näher ran. Das ist schon super. Sieht man das so? Ich hoffe, ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ist ja auch wieder eine andere Location. Schön, hier sieht man die Sitze noch drin. Ist nämlich für zwei Piloten, oder? Ja, natürlich. Zwei Piloten. Ich habe jetzt keinen anderen zur Hand halt. Aber gucken wir nachher mal. So, die beiden Tragflächen. Baue ich so zusammen oder zerbeiche ich es? Zerbeiche ich es, ne? Hier haben wir nochmal kurz die Beschreibung. Ah, ich fange einmal hier an. Vielleicht sollte man kurz gucken. Okay, das Problem mit den Aufklebern haben wir schon mal gar nicht. Weil hier gar keine Sticker bei sind. Ich guck's mir mal kurz selber an. Ja, Montage, zack, das wird eingegangen. Cool, man kann unter den Deckel sogar die Waffe einhängen. Das ist natürlich auch geil. So, die werden einfach dran gepackt. Wie rum ist egal. Ach nee, da ist eine Arretierung. Okay, die Geschütze. Dann machen wir mal eben, ne? Gut, hier ist übrigens der Knopf, um die Geschütze gleich zu lösen. Das probieren wir dann mal aus. So. Wie rum passt das? So rum. Hier ist hier halt dieser Schlitz. Und hier sieht man auch so eine kleine Kerbe. Ich weiß gar nicht, kriegt man die nie wieder ab? Doch. Also da sind ja Federn dran. Ich würde fast davon ausgehen, dass man die Dinger auch abschießen könnte. Mein Gott, ey, schon 50 Jahre sowas nicht mehr zusammengebaut, ne? Gefühlte. So, der ist drinnen. Der auch? Ja. So, stellen wir uns schon mal hin. Warte, Deckel brauchen wir noch.
Ja, so sieht das doch schon mal ganz geil aus, das Teil. Ne? Dann packe ich gleich mal den Piloten aus. Was haben wir denn hier noch? Ja, wie jetzt? Wo kommt das denn hin? Habe ich mir die Gebrauchsanweisung wieder nicht richtig angeguckt oder so, ey. Also. Was soll das hier sein? Da kommt doch die Knarre rein. Hier sieht man es nochmal, ja, für die Pilotenwaffe. Ja, das Ding mal einfach hier. Da sind so kleine, ganz kleine Nocken dran. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ja, hier die Punkte. Normalerweise sollte das ja jetzt vernünftig hier reinrutschen. Ja, ganz easy, geil. So, Klappe zu, Affe tot, wie immer. Okay, hier ist ein kleiner Pin, da kann man es dann so öffnen. Was ist das denn hier? Irgend so ein Geschützding. Kommt das unten dran? Ach ja, natürlich. Ah, cool. Das mache ich also hier feste. Mit ein bisschen Gewalt oder was? Ach so, hier ist noch so ein Pin. Ja, ich sehe auch nichts. Ich bin echt blindo im Moment. Jetzt ist er hier wieder nicht drin. Das ist doch unglaublich. Ey. Gib den Kindern was zum kaputt machen, weißt du? Ey Leute, das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht normal sein. Warum klickt der denn da nicht rein? So, jetzt aber. Ja gut, das Teil wird man dann nicht mehr abkriegen. Cool, haben wir hier noch so ein Geschütz drunter. Und ja, dann müsste er wohl... Das ist immer noch nicht richtig drin. Irgendwie. Jetzt aber. So, hat geknackt. Und hier vorne. Gut, hier haben wir jetzt so die Kanone. Wo kommt das Ding denn noch hin? Ich guck mal in der Gebrauchsanweisung. Ich könnte das ja auch schon mit den Torpedos bestücken. Zack, zack, das ist das Unterteil. Da kommt die Knarre rein. Ja, und was soll das mit hier? Ach so, das kommt hier oben reingesteckt. Okay. Wie? Was soll das hier so rein? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder? Doch. Hier sind auch wieder so diese komischen Mini-Nocken. Da kann man das wohl, diese Antenne auch zur Seite. Wenn ich... Ja, das ist ja... Ja, das ist genau das Richtige für mich, weißt du? So, okay. Ist halt eine Antenne, ne? Aber warum ist die denn so blöd? Warum ist die Antenne so blöd oder warum bin ich so blöd? Ich habe sie wahrscheinlich genau verkehrt rum wieder dran gemacht, ne? Das werde ich sie wahrscheinlich nie wieder abkriegen. Normalerweise hätte ich jetzt auch schon wieder irgendeinen doofen Spruch auf Lager, aber... So. Machen wir das Ganze nochmal andersrum. So, okay. Die ist leider hier ein bisschen verbogen. Ja gut, ein bisschen warm Wasser drauf, ne? Dann steht die wieder. Ich drehe mal eben hier um. Ach so, hier. Ich zeige euch das mal eben. Ne, guck mal hier, einfach rein. Okay, damit sind sie bestückt. Dann würde ich sagen, einmal Feuer frei. Hier unten ist der Knopf. Und dann... Okay, das ist super. Mal gucken, ob die wieder auftauchen. Ja, schaut euch nochmal so an. Ja, ein paar Details habe ich ja dann schon reingeschnitten, beziehungsweise gehe ich jetzt nochmal ran. Und ja, den Piloten eben noch auspacken, würde ich sagen auch. Ne? Oh, ist mir konnerig, ey. So, hier war er nochmal. Das Schöne ist ja, man kann die ja so rausklipsen, ne? Ohne dass man irgendwas kaputt machen muss, also kann ich alles wieder reintun. So, die Knarre, die kommt ja gleich da drunter. Ja, ich packe mal kurz aber den Teil zur Seite. Beziehungsweise auf der Erde. Und zeige euch mal dann eben die Figur von nahem. Ja, haben wir. Ja, gleich einmal im Kreis angucken. Dann gehe ich gleich nochmal richtig nah dran. Ich setze nur mal eben zusammen. Hier ist die Knarre. Zeige ich euch gleich so nochmal. Und das ist natürlich echt cool. Guck mal, der Helm auch. Ja, ist gut, wenn ich den Finger davor habe. Geil. Der ist echt fett. Aber ich hätte ja noch einen zweiten. Den muss ich gleich mal auspacken dann, ne? So.
Achso, komm, einmal die Gun in der Hand. Dann probieren wir gleich mal aus, ob das auch in Teil passt. Der ist doch gar nicht schlecht, ne? Also ich, wie gesagt, ich musste mich ja sehr an das Design auch gewöhnen hier, der Force Awakens Figuren. Aber der ist schon geil. Also ich gehe nochmal nah ran und dann wird Tschüss gesagt. So, gucken wir nochmal hier jetzt die Details so. Na, also der Helm ist schon sehr geil. Finde ich cool. Bockt sich hier auch das First Order Zeichen. Natürlich jetzt ein bisschen reflektieren, so ist besser, glaube ich. Ja, der macht schon was her. Hier ist Bestempelung drin. So, haben wir hier nochmal das Gesicht. Na, das finde ich schon ganz geil. Also das ist echt schön. Der hat ja hier so ein leichtes, ja kein richtiges Kugeldings, aber er kann zumindest den Kopf so leicht, ne, zur Seite drehen. Wenn sich jetzt nochmal die Details hier anguckt halt auf dem Ding. Also ja, sehr geil mit der Stiefel. Ah, wo dreht er sich hin? Dann schön noch hier diese Innenkapuze. Hammergut, das Zeichen. Ja, sehr schön. Dann zeige ich euch nochmal den Helm eben. Also die Armaturen finde ich auch sehr schön. Ist geil. Der Schlauch halt. Ja, ja, und der Helm halt. Also, es ist schon schön, dass das, also die gefallen mir auf jeden Fall um Längen besser als diese First Order Trooper. Obwohl mittlerweile, wenn ich das hier für Last Jedi da sehe, ne, der mit diesem schwarzen Streifen da, dieser Executor oder wie der heißt, finde ich schon sehr gut. So, packen wir eben den nochmal kurz drauf hier. Noch einmal im Ganzen. Und weiter geht's mit dem Teil. So, dann würde ich sagen, packen wir den TIE Fighter noch dazu. Ja, dann macht er doch schon schön was her. Komm, hier gehen wir noch mal ein bisschen an die Details ran. Ah, das ist schon geil hier mit den Antrieben, ne? Ich mach mal das Cockpit mal eben auf. So, dann kann man es auch gleich richtig aufmachen, wie man sieht. So, da sieht man, ne? Ein Sitz, da ist der zweite. Ich guck gleich nochmal. Ja, Aufkleber sind da diesmal echt keine Beine. Also für den Cockpit wäre das natürlich wieder schön. Aber wahrscheinlich finde ich das später wieder. Ja, alles ausgemoldet halt so als Tastaturen halt und so weiter. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber, mein Gott. So, einmal von vorne. Und dann so ins Cockpit guckt. Achso, wir können ja mal eben den Sitztest noch machen. Na, ob der auch da vernünftig reinpasst, der Typ. So, Knarre weg. Ist natürlich auch wieder jetzt super, alles einhändig zu probieren. Achso, übrigens, ja, die Figuren. Boah, die lässt sich ja richtig schwer bewegen, Alter. Heftig. Komm hier, ich muss hier ordentlich drücken. Ich packe ihn mal da so rein. Ja, sitzt jetzt nur verkehrt rum. Ist dann der Geschütztyp, ne? Was ist hier? So. Okay. Er sitzt. Kann man sehen? Ja, ne? So, ich stelle ihn mal hin. Achtung. Kann man da durchgucken. Hier sind aber auch schon ganz schön Fingerabdrücke drauf, sehe ich gerade auf dem Cockpit. Habe ich das jetzt alles gemacht? Gut, so sieht man nicht. Hier ist noch der Deckel. Wie gesagt, da die Aussparung für die Knarre. Wenn sich dieser Wok nicht immer wegdrehen würde, Alter. So. So, dann kann ich den Deckel hier drauf machen. Das ist halt schade, ne, dass das hier etwas verbogen ist. Aber das kriegt man ja hin. Ein bisschen warm Wasser oder so. Das geht schon. Ja. Wenn ich jetzt so mal gucke. Relativ Glück gehabt halt, ne. Wenn man hier so guckt, hier ist eine kleine Welle drin. Ne, das ist ein bisschen blöd.
Aber bei dem hier geht's halt. So, hier unten das Geschütz. Sieht man's? Hier kann man es noch ein bisschen drehen. Spitze. Dankeschön, collectorbase.net. Ich freue mich. Schönes Gefährt. Ja, hier sehe ich jetzt auch noch ein bisschen. Ja, die muss man. Ich glaube, da gucke ich mal bei Toypoloy oder so. Der weiß bestimmt wieder genau, wie man die Dinger richtig gerade kriegt hat. Super geiles Teil. Ich finde spitze. Freue mich. Endlich mal ein TIE Fighter am Start. Also alten habe ich ja auch noch nicht. Ja. Das war's. Der hat den Adler gemacht. Der ist zu viel geflogen. Ansonsten hätte ich noch, das packe ich beim nächsten Mal dann aus. Na, der sieht nämlich ein bisschen anders aus, wenn wir noch keinen Vergleich machen. In diesem Sinne, Peace and Justice, danke fürs Zugucken, bis demnächst, reingehauen.